Liebe Gartenfreunde, das, was ihr hier auf der Blattoberseite seht, das ist nicht mehr diese sortentypische Zeichnung der Zucchinis, sondern das ist jetzt mittlerweile schon der echte Mehltau. Und man muss ganz ehrlich sein, die Pflanzen befinden sich schon in ihrem letzten Lebensdrittel, je mehr es auf den Herbst zugeht. Und die haben vielleicht noch so ein, zwei Monate, bevor sie absterben. Wie kann man den Tod der Pflanze hinauszögern? Das ist relativ einfach. Also ihr gibt so eine Faustformel, ihr könnt ungefähr ein Drittel der befallenen Blätter rausschneiden und die gesunden Blätter könntet ihr mit einem Rohmilch-Wassergemisch einsprühen. Alle zwei Tage. Ihr solltet ein Teil Rohmilch nehmen und 9 Teile Wasser und da könntet ihr alle zwei Tage einsprühen. Es geht einfach nur darum, dass sie noch ein bisschen länger am Leben bleiben, dass sie noch ein paar Zucchinis für uns produzieren können.